Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück in Litchfield zu in Predatoria. Oder zu Predatoria in Litchfield zu. So wäre es richtig. Genau, wir sind im letzten Kapitel des Litchfield zu. Wir sind ganz nahe dran, den Zoo zu vervollständigen und haben den ersten Stein dazu schon in der letzten Episode gesetzt. Mit dem König der Tiere, mit dem Löwengehege, das wir letzte Woche gebaut haben. Zudem begeben wir uns gleich. Das Lustige ist, ich habe es in der letzten Episode, glaube ich, eh schon erzählt. Predatoria ist wie so, ja, da haben wir es wieder. Jetzt kann ich mich erinnern. Genau, ich sagte, Predatoria ist wie der Blinddarm von Litchfield zu. Und genau den Blinddarm werden wir jetzt erkunden. Hier haben wir nun unser Löwengehege, das wir in der letzten Episode gebaut haben. Kleine Geschichte vorweg, bevor wir uns an das neue Gehege wagen, das in der heutigen Episode entstehen wird. Ihr wisst es ja schon, ihr habt es ja im Vorschaubild der Episode schon gesehen. Entschuldigung für den Lärm, ich habe mein Handy gerade umgeworfen. Der ursprüngliche Plan war, wir bauen nichts Aufwendiges mehr, denn wir sind kurz vorm Ende des Zoos und wir wollen da jetzt zu einem Ende kommen und nicht die Performance noch übermäßig strapazieren, jetzt kurz bevor wir es schaffen, den Zoo zu vollenden. Ja, so war der Plan. Der Plan war auch, nur noch zwei Gehege zu bauen. Kurz vorweg, also sehr viel mehr werden es nicht. Es werden nach Abschluss des heutigen Geheges noch zwei Gehege. Nicht aufwendig bauen? War der Vorsatz. Wird nicht funktionieren. Ich hatte am Anfang nicht so wirklich die Idee. Ich wusste, wir wollten eine Bärenart auf jeden Fall unterbringen. Ich wusste noch nicht, welcher Bär das sein wird. Ob wir den Lippenbären dafür verwenden werden, ob wir den Sonnenbären dafür verwenden werden oder was auch immer. Sicher wusste ich, es wird nicht der Eisbär, es wird nicht der Grizzly und es wird auch nicht der Isabellbär werden. Gut, sehr viel mehr bleibt dann auch nicht übrig. Oder sehr viel Bär bleibt dann auch nicht übrig. Blöder Witz. Deshalb habe ich angefangen, erstmal diesen schönen Glaszaun, diese schöne Glaswand zu benutzen für das Gehege und hier hinten so ein paar Felsen zu setzen, um einfach mal so ein bisschen was zu machen und zu gucken, was dann draus wird oder ob dann irgendeine Idee kommt. Dann hatte ich den Plan, naja, wir müssen auf jeden Fall ja irgendein Tierhaus haben, beziehungsweise einen Unterschlupf für die Tiere. Das müssen wir auf jeden Fall bauen. Dann dachte ich, ja, so ein schönes Doppelgehege wäre eigentlich auch nicht schlecht, sodass wir rechts eins haben und links eins haben. Also bauen wir jetzt erstmal so ein Gebäude, wo wir dann links so ein paar Boxen haben und rechts ein paar Boxen. Ich wollte es nicht so groß machen wie in Brooksburg, wo wir dieses Eurasian Carnivore Haus gebaut haben, sondern wollte es ein bisschen kleiner haben. Also dachte ich mir, okay, gut, vorne einfach einen Pflegeeingang, Pflegergang in der Mitte, links Gehege für die eine Bärenart, rechts Gehege für die zweite Bärenart. Dann habe ich die Glastüren hier eingebaut. Entschuldigung, habe gerade einen Frosch im Hals. Mal wieder. Dann habe ich hier diese Glastüren gebaut und dachte mir, wenn du die Glastüren drin hast, dann sieht man ja in das Gebäude rein. Und würdest du Glastüren haben wollen, wenn nur die Pfleger da reingehen? Dann dachte ich mir, nee, willst du nicht. Das machst du eigentlich nur, wenn Besucher reingehen. Also machen wir doch ein kleines Tierhaus, wo Besucher reingehen können, wo sie die Bären dann auch drin sehen können. Ja, und schon war aus einem nicht aufwendigen Bau ein kleiner aufwendiger Bau geworden. Das Schöne daran ist, mit diesem
Zwillingsgehege mehr oder weniger, sodass wir die rechte und die linke Seite vom Gebäude deckungsgleich haben, haben wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das heißt, in der nächsten Episode müssen wir nicht mehr viel am Gebäude bauen. Das ist soweit dann schon fertig. Wir können uns im nächsten eigentlich total am Gehege austoben. Gut, aber jetzt müssen wir erstmal ein neues Gebäude bauen. Also, haben wir hier einmal auf der rechten Seite, das wird die Seite für die Brillenbären. Brillenbären haben wir nicht im Spiel. Noch nicht. Kommen vielleicht noch. Für die Sonnenbären. Und auf der linken Seite werden dann in der Episode danach die Lippenbären einziehen. So der Plan. Aktuell. Ja. Dann dachte ich, da kommen wir jetzt da gleich dazu, eigentlich schön blöd, wenn ich mir so die Mitarbeiterbereiche angucke und wie unsere Tiere versorgt werden. Unsere Tierpfleger müssen ewig weit laufen, bis sie am hintersten Ende von Predatoria angekommen sind und unsere Löwen versorgen können, geschweige denn die Bären dann hier. Und ja, wie gesagt, sind dann ewig unterwegs. Also brauchen wir Mitarbeiterbereiche auch noch. Also knüpfen wir hier gleich an und bauen noch einen neuen Mitarbeiterbereich am Ende des Gebäudes mit dazu. Da werde ich schon dabei sein. Bevor uns langweilig wird, machen wir das auch noch. Vorteil daran ist, wir müssen das Gebäude dazu einfach nur ein klitzekleines bisschen vergrößern. Das ist überhaupt kein Problem. Da machen wir hinten eben noch so einen kleinen Anbau dran. Das seht ihr jetzt im Endeffekt. Und dann haben wir dort letztendlich alles untergebracht, was wir brauchen. Wir haben einen Mitarbeiterraum, wir haben eine Tierpflegerhütte, wir haben eine Tierarztpraxis und wir haben ein Handelszentrum. Damit haben wir mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil wir müssen uns um das jetzt dann definitiv in den nächsten Episoden kein bisschen kümmern. Wir wissen dann mit Sicherheit, dass unsere Tiere gut versorgt werden und ja, haben hier nochmal einen letzten Mitarbeiterbereich eben gebaut. Ja. Wie gesagt, Gebäude hier noch so ein kleines bisschen erweitert, dann dementsprechend, sodass wir jetzt im Endeffekt zwei Innenanlagen haben, einen kompletten Mitarbeiterbereich und noch dazu dieses klitzekleine Gebäude hier im Endeffekt. Ja, ist jetzt ein begehbares Tierhaus. Ist es noch nicht, wird es aber gleich. Genau. Ja, wie gesagt, so viel zum Thema. Wir machen nichts Aufwendiges mehr. 5 Minuten später wird's was Aufwendiges. Aber das ist eben so dieses Problem. Was heißt Problem? Eigentlich ist es ein Segen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich das bei anderen so mitbekomme, wenn die Schwierigkeiten haben oder teilweise Wochen brauchen, bis sie irgendwas Neues gebaut haben. Gut, weil sie noch ein gutes Stückchen mehr ins Detail gehen oder so, aber weil sie teilweise auch sehr, sehr lange mit der Ideenfindung brauchen und sich irgendwelche Skizzen zeichnen, was sie nicht alles bauen wollen und stundenlang googeln und so weiter, so habe ich echt dieses verdammte Glück, Entschuldigung, wenn ich verdammt sage, aber es ist wirklich dieses verdammte Glück, dass ich mir einfach nur hinsetze, meinen Zoo öffne, grob weiß, für welches Tier ich bauen möchte und dann einfach anfange und der Rest passiert irgendwie einfach. Also da habe ich wirklich Glück, dass das bei mir so läuft. Und ich glaube, ich hatte schon mal angesprochen, ich bin kein gläubiger Mensch, aber ich bete tagtäglich, dass es auch immer so bleiben wird bei mir. Ja, Dachkonstruktion. Das war dann der nächste Punkt, so von wegen nichts Aufwendiges bauen oder nichts Spektakuläres oder was auch immer. Ja, also nehmen wir einfach mal eine Glasplatte, ein paar Metallstäbe, rahmen das Ganze ein und dann bauen wir so ein kleines Gerüst und ach, würde doch ganz lustig aussehen, wenn wir wie so eine Art Gewächshaus dann letztendlich bauen oder so ein riesiges, schönes, rundes Glasdach haben. Ja, genau. Lass uns das auch noch machen. Glücklicherweise war das aber eigentlich gar nicht so schwer. Ihr seht es hier schon. Ich habe diese Metallstreben dazu benutzt. Habe mir die so ein bisschen
zurechtgedreht und zurechtgeschoben, sodass wir hier so ein kleines Metallgerüst dann auch haben. Statik ist wichtig. Ihr wisst, seit dem Building Contest, wo wir Tierhäuser gebaut haben, versuche ich an der Statik immer so ein kleines bisschen mich auszutoben, weil ich da ja so ein großes Augenmerk immer drauf gelegt habe. Einfach hier diese Glasplatten drehen, sodass ihr immer einen horizontalen Kreis macht und keinen vertikalen, weil wenn ihr vertikal dreht, dann funktioniert das meistens mit den Achsen nicht. Warum? Ich habe keine Ahnung, aber es ist so. Und dementsprechend habe ich hier dann mir das Dach zurechtgebastelt, so wie ich es haben möchte. Das Ganze dann in eine Gruppe wieder zusammengefügt. Ich habe keinen ganzen Kreis gemacht, weil den brauchen wir dafür nicht. Ich habe ja nur diesen einen Bogen gebraucht. Habe dann die eine Hälfte wieder gelöscht, weil, wie gesagt, brauchen wir nicht. Den Bogen dann einfach in die Höhe gezogen, wie ich ihn brauche. Und zack, haben wir unsere Glasdachstruktur schon fertig. Das Ganze jetzt einfach kopieren und hintereinander hinziehen, so wie wir es haben möchten. In der Höhe und in der Länge, wie wir es brauchen. Und zack, schon ist die Überdachung fertig. Also eigentlich ganz easy. Ja, und nachdem wir das jetzt haben, müssen wir nur noch die Front von dem Gebäude bauen und das Gebäude letztendlich komplett mit Wänden dann auch noch versorgen. Hier vorne werden wir so eine kleine Glasfassade dann mehr oder weniger auch noch machen, damit das Gebäude wirklich hell ist und Licht durchflutet. Das wollte ich ganz gerne dort drin haben. Deswegen auch so diese Glasstruktur, damit wir uns da nicht noch um irgendwelche Fenster kümmern müssen und so weiter. Und ich wollte ganz gern irgendwas Neues mal wieder bauen. Irgendwas Modernes, das unseren Zoo noch ein bisschen ergänzt. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Genau. So, aber weil wir es am Anfang des Videos vergessen haben und jetzt schon gute 10 Minuten drin sind, Jungs und Mädels, ihr wisst, was für eine Zeit jetzt ist. Genau jetzt ist der beste Zeitpunkt. Nee, eigentlich war er schon vor 8 Minuten, aber jetzt ist auch noch ein ganz guter Zeitpunkt, um auf den Like-Button für dieses Video zu klicken und um meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr auch die nächsten Folgen oder die letzten paar Folgen hier von Litchfield nicht verpasst. Und auch nicht Brooksburg, Bahati, die Real-Life-Zootouren, meine Bug-Videos, das Vermessungsinstitut, ne? Ganz neu, wo wir die Tiere vermessen und alles, was in Zukunft noch kommen wird. Also, auf jeden Fall einschalten, abonnieren lohnt sich immer, es kostet nichts und ihr kriegt immer mit, was auf meinem Kanal so läuft und was gerade neu ist. So, hier wird jetzt noch schön eingefasst. Außenrum, das war eine Kackarbeit, um ehrlich zu sein. Aber wir haben jetzt vorne eine schöne Glasfassade, die ihr gleich noch sehen werdet. Wir gestalten jetzt hier den Innenbereich noch. Das Haus wird wirklich nicht spektakulär. Es ist wirklich relativ klein und eigentlich nur für die Besucher, wenn sie tatsächlich keinen der Bären draußen sehen sollten und einfach mal gucken möchten, ob sich irgendjemand von denen drin aufhält, damit sie auf jeden Fall sagen können, wir haben die Bären in Litchfield gesehen. Deswegen einfach so ein kleiner, einfacher Innenbereich. Ne? Da musste ich die Wände innen auch so ein bisschen zurechtschieben, damit die an diesen Metallstreben von außen letztendlich angrenzen, weil du willst natürlich keine Betonwand oder Rigipswand oder was immer wieder, nee, Kalkplatten sind es ja, die wir hier haben, die willst du natürlich nicht direkt am Glas haben. Deswegen habe ich es dann noch mal ein bisschen zurechtgeschoben. Jetzt ist der Besucherweg noch ein kleines bisschen enger, also 4 Meter breit. Es ist wirklich kein Haus, wo großartig Deko reinpasst oder sonst irgendwas, sondern wirklich nur, damit die Besucher tatsächlich reingehen und mal durch die Glasscheibe gucken können und Hallo sagen können zu den Bären. Mehr ist es tatsächlich nicht. Ja, wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir dann das Gehege auf der linken Seite dann bauen, wo wir dann unsere Lippenbären unterbringen werden. Wie gesagt, andere Bären würden für mich tatsächlich in dieser Klimazone keinen großartigen Sinn machen. Und ich möchte jetzt ja auch nicht anfangen mit Panda-Bären oder sonst irgendwas. Fühle ich nicht hier für diesen Zoo und deswegen wird es hier keine Panda-Bären geben, sondern in der nächsten Episode die Lippenbären. Dann haben wir noch, wo dieser Rundweg geht, haben wir in der Mitte ja noch ein Areal.
Das werden wir dann auch in Angriff nehmen. In der letzten Episode dann. Oder in der vorletzten. In der letzten möchte ich ja selbst nochmal so einen kleinen Rundflug machen, so einen sentimentalen, ein bisschen auf die Tränendüse drücken und so, wie ich es in Arizona auch gemacht habe. Da werden wir dann die Rothunde unterbringen. Ich weiß, einige von euch oder viele von euch hatten sich auch den Jaguar gewünscht, aber da sehe ich nicht so wirklich den Platz hier dafür. Und wir haben schon sehr, sehr viele Katzen. Mir war es ganz wichtig, dass wir unbedingt noch eine Großkatze unterbringen, also entweder Löwe oder dementsprechend den Tiger, irgendeinen von den Tigern, die wir im Spiel haben. Aber den Jaguar, dadurch, dass wir den Amur-Leoparden schon haben, die sich ja doch zumindest optisch relativ ähnlich sind, dachte ich, den Jaguar setzen wir jetzt nicht rein. Aber dafür kriegt ihr die Rothunde, ne? Die bekommen dann, wie gesagt, dieses schöne Gehege dann direkt in der Mitte hier, wo die Besucher außen rumgehen. Dort werden wir viel mit unterschiedlichen Einsichtmöglichkeiten dann auch arbeiten und mit verschiedenen Ebenen und so weiter. Also da nochmal wirklich was Schönes, Besonderes machen. So aktuell der Plan, wie es dann tatsächlich wird, das werden wir dann sehen, sobald ich dran baue. Wie gesagt, die Dinge ergeben sich immer so, wie sie letztendlich dann werden. Ja, und dann sind wir an dem Ende. Das heißt, 2 Episoden Litchfield wird es nach dieser nur noch geben. 2 und eine Tour. Ja, ich weiß. Also Mitte März ist es dann vorbei. Schon krass, wenn man überlegt, wir haben jetzt ja fast ein Jahr oder sogar über ein Jahr an Litchfield gebaut. Oder fast genau ein Jahr, weil wir haben dann 53, 54 Episoden, die ein oder andere Pause, die wir zwischendrin mal hatten. Also so knapp über ein Jahr. Ich glaube, wir haben damals die erste Episode, lasst mich mal schnell nachgucken, weil das interessiert mich jetzt tatsächlich, wie lange wir an Litchfield gebaut haben. Kleinen Moment, das recherchiere ich jetzt gerade mal für euch. So, gucken wir mal. Eine Playlist aufrufen. Litchfield-Züge. So, Episode 1, 1. Februar. Ja, guck mal, also dann haben wir im Endeffekt ein bisschen über ein Jahr an diesem Zoo gebaut. Also man kann ursprünglich sagen, bei Swamp Lake war es ja im Endeffekt auch so, dass ich ungefähr ein Jahr an einem Zoo baue und dann kommt das nächste Projekt. Also Plan aktuell ist jetzt, dass wir so lang nicht mehr an einem Zoo bauen werden. Ich finde das zwar schön, ich mag große Zoos, aber ich habe ja schon gesagt, ich habe so viele Ideen, so viele Dinge, die ich umsetzen möchte. Und da ist es immer schwierig, wenn mich dann so ein Projekt tatsächlich so lange Zeit bindet. Und deswegen wird es in Zukunft mehr kleinere Projekte geben, die dann auch schneller abgeschlossen werden. Also so ein paar Monate im Endeffekt, aber nichts mehr, was mich tatsächlich dann ein komplettes Jahr oder noch länger bindet. Das werde ich einfach versuchen. Mal gucken, wie es funktioniert. Vielleicht fehlt mir dann doch irgendwann mal wieder so dieser große Zoo. Und ich werde dann doch wieder so ein Projekt machen. Aber jetzt aktuell werden wir uns dann erstmal um ein paar kleinere Dinge kümmern. Wie gesagt, also nächstes Thema wird definitiv sein, diese DLC-Zoos. Da hätte ich wirklich Bock dazu. Auch gerade so für die neueren Leute, die jetzt neu dazustoßen, sich das Spiel anschaffen oder auch beispielsweise die Leute, die sich es auf Konsole anschaffen. Die können ja trotzdem dann auch in den Videos von den PC-Spielen letztendlich sehen, was erwartet mich in den DLCs, was ist da alles so dabei, welche Tiere, welche Bauteile, was kann man damit machen. Und deswegen habe ich da wirklich Bock dazu. Einfach mich auch so ein kleines bisschen mal zu limitieren und zu sagen, okay, gut, wir haben jetzt da wirklich so einen kleinen Park mit 4, 5 Tierarten oder bei den Animal Packs halt dann ein bisschen größer mit 8 Tierarten. Und auch bei den Baumaterialien, die einfach vielleicht nochmal so ein kleines bisschen neu zu entdecken, weil vieles von den Baumaterialien benutzt man einfach nicht. Ihr seht es bei mir auch immer eigentlich, ich benutze immer dieselben Sachen oder zumindest ähnliche Sachen. Ich benutze meine Kalkplatten, ich benutze mal ein bisschen Beton, dann die Holzwände letztendlich dann für Dächer und so weiter. Und diese
sagt's mir schnell, aus den Dämmerungs-DLC diese Steinwände, die ich meistens als Fundament benutze, oder die eben aus dem Europa-DLC, solche Dinge. Aber ansonsten ist noch vieles, vieles, vieles dabei, was ich ganz, ganz selten oder nie benutze. Und deswegen glaube ich, wird das ganz spannend mit diesen DLC-Zoos, wenn ich da wirklich dann hauptsächlich auf diese Sachen zurückgreife. Also auf die Sachen, die im Endeffekt im DLC sind und die Dinge aus dem Base-Game. Das wird, ja, das wird spannend und da freue ich mich auch, ehrlich gesagt, drauf. Auch mal für Tiere zu bauen, für die ich sonst eher selten oder gar nicht baue. Wie beispielsweise, wenn wir mit dem Arktik-DLC dann anfangen. Ein Gehege für die Eisbären bauen. Hab ich Bock drauf. Würde jetzt hier in Litchfield absolut nicht passen. Auch in Brooksburg wäre das nicht zwingend undenkbar, aber es wäre trotzdem, da komme ich gerade auf eine Idee. Auch in Brooksburg wäre es nicht denkbar. Noch nicht. In 5 Minuten wahrscheinlich schon, weil es spielen sich gerade Dinge in meinem Kopf ab. Ja, wie gesagt, also da habe ich Bock drauf und da freue ich mich ehrlich gesagt auch drauf. Und solche kleinen Projekte einfach jetzt mal zu machen, mal so einen kleinen Gang zurückschalten und so, das wird schön. Genau. Ja, genau, ihr seht schon, das Gebäude ist soweit eigentlich abgeschlossen. Jetzt wird hier gerade noch die Außenanlage gestaltet, so ein kleines bisschen. Das heißt so ein kleines bisschen, also im großen Stil. Ich habe Felsen wieder versetzt, die werden wir dann auch noch verkleiden mit dem Kreosotbusch. Jetzt sieht es aktuell so ein bisschen komisch aus. Ist nicht unbedingt meine beste Felsarbeit, aber dann mit dem Kreosotbusch, mit den ganzen Pflanzen und so weiter, die ich dann noch reinsetzen werde, sieht es dann schon ganz gut aus. Das Gehege ist jetzt auch nicht überdimensioniert groß. Der Sonnenbär ist sowieso der kleinste der Großbären, die es gibt. Der wird auch nicht sonderlich schwer. Also ich war tatsächlich überrascht, weil ich bastle ja immer diese Tierschilder mit Canva. Und da schreibe ich ja auch die Stats der Animals. Die Stats der Animals immer drauf. Ja, Anglizismen, wir lieben sie alle. Die Stats der Tiere immer mit drauf. Und da war ich dann tatsächlich ein bisschen erstaunt, weil ich dachte schon, dass so ein Sonnen- oder Malaienbär ein bisschen schwerer wird. Aber da stand dann tatsächlich drauf, dass die ein Gewicht haben, so zwischen 26 bis 60 Kilo. Also im Endeffekt ist so ein Bär leichter, als ich es bin. Und das fand ich schon echt erstaunlich. Aber okay. Ja, aber wenn man die Tiere auch mal sieht im Zoo, die sind wirklich nicht so wahnsinnig groß. In Berlin im Tierpark kann man sie beispielsweise sehen. Mir fällt jetzt echt gerade nicht ein, wo noch. Ich war in so vielen Zoos, aber ich glaube tatsächlich in den Zoos, in denen ich bis jetzt war, wo ich die Touren gemacht habe, gab es keine Sonnenbären bis auf Berlin. Lass mich nochmal so ein bisschen Revue passieren, das Ganze. Nö, in Dresden nicht. Also ich weiß, dass München mit Sonnenbären plant, wenn sie das Tropenhaus eröffnen, aber aktuell gibt es auch keine. Nö, tatsächlich fällt mir jetzt nicht ein, wo in den Zoos, die ich schon besucht habe, wo es da Sonnenbären gibt. Wir werden definitiv aber welche sehen, wenn wir jetzt dann im Sommer unsere Zootouren in den Niederlanden machen. Übrigens, kleiner Zwischenstand dazu. Insgesamt haben inzwischen 8 Zoos zugesagt, die wir besuchen dürfen, wo wir die Touren drehen dürfen. Also ihr kriegt volle Ladung Zoos aus den Niederlanden dann letztes Drittel des Jahres bis zum Jahresende hin. Mindestens 8 Folgen aus den Zoos in den Niederlanden. Ich warte auf eine Rückantwort noch vom Tiergarten in Rotterdam. Die haben sich leider noch nicht gemeldet. Aber ja. Um wieder die Kurve zu den Sonnenbären zu kriegen, im Burgers Zoo in Arnheim
Da gibt es definitiv Sonnenbeeren, also da werdet ihr sie dann auch nochmal sehen können. So, jetzt genug geschwafelt. Ich habe wieder jede Menge erzählt im Endeffekt und nichts großartig über das Video. Die Sonnenbeeren leben hauptsächlich in tropischen Gefilden, also in Wäldern, können sehr, sehr gut klettern, haben ganz, ganz lange Krallen, mit denen sie sich die Borke von den Bäumen abreißen können, damit sie da an Insekten dann teilweise auch ran können und Bienennester aufbrechen können und so weiter und so fort. Deswegen auch das Gehege sehr tropisch, sehr bewaldet eingerichtet letztendlich. Ja, aber wir sind schon wieder am Ende angelangt. Ich habe so viel gequatscht und eigentlich gar nicht erzählt, was ich alles erzählen wollte. Aber wir haben ja noch ein paar Folgen, wo ich das nachholen kann. Also, in diesem Sinne, viel Spaß noch mit unseren Sonnenbeeren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und schaut auf jeden Fall auch nächste Woche wieder rein. Und auch diesen Freitag, da gibt es wieder eine Folge bei Hazy Park. Da werde ich mit Sicherheit auch was ganz Tolles bauen. Ich habe es noch nicht getan, aber ich werde was Tolles bauen. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Also bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ciao!